Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Apfellike TV. In der Vergangenheit ist die iPod-Produktlinie etwas in Vergessenheit geraten. Dadurch, dass das iPhone und iPad inzwischen alle Funktionen des iPods übernehmen können, verliert dieser leider immer mehr an Aufmerksamkeit. Dabei fing alles eigentlich gut an. Mein Name ist Tim, viel Spaß. Ende Oktober 2001 war es soweit. Apple lud zu einer neuen Produktankündigung ein. Genau auf dieser Produktankündigung präsentierte Apple den allerersten iPod. Say hello to iPod lautete der Slogan. Doch wie hat sich der allererste iPod im Vergleich zum neuesten iPod verändert? Was ist neu an Hardware und Software? Der allererste iPod war ein eleganter MP3-Player in der Größe eines Spielkartenstapels. Auf seiner weißen Vorderseite besaß er ein großes Display, direkt darunter das Scrollwheel für die Navigation. Durch die Verchromung der Geräterückseite erlangte der iPod ein elegantes Design. Aber auch vom technischen Standpunkt her beeindruckte der allererste iPod. Dies gelang ihm vor allem durch seine Festplatte. Diese hatte eine Kapazität von 5 GB und man konnte auf ihr rund 1000 Songs speichern. Ein Firewire-Anschluss machte dann eine schnelle Anbindung an den Mac möglich. Allerdings fielen die ersten Reaktionen auf den iPod gemischt aus. Technikbegeisterte und Musikliebhaber waren begeistert und der iPod wurde für sie zum Must-Have-Faktor. Kritiker hingegen sahen im iPod ein weiteres Apple-Produkt, das wegen seinem hohen Preis, welcher damals bei $399 lag, und der fehlenden Windows-Kompatibilität auf dem Markt floppen würde. Zu Apples Glück verlief alles anders und in den folgenden Jahren trat der iPod einen sagenhaften Siegeszug an. Doch was hat sich in den Jahren am iPod getan? 2002 erhöhte Apple die Speicherkapazität des iPods auf 20 GB und ermöglichte auch eine Kompatibilität zu Windows-Computern. In den nächsten Jahren führte Apple im Jahresrhythmus neue Modelle ein und 2003 ermöglichte Apple Drittanbietern, eigenes iPod-Zubehör zu entwickeln. In nur wenigen Jahren eroberte Apple mit dem iPod einen Marktanteil von 70% bei den digitalen Musikplayern. Innerhalb von 1,5 Jahren nach der Einführung hatte Apple bereits 1 Million iPods verkauft und die Verkaufszahlen stiegen weiter an. Unterdessen gewann der iPod mehr und mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. In Spitzenmonaten generierte der iPod die Hälfte von Apples gesamten Einnahmen. Somit hatte sich der iPod von umstrittenen Hightech-Produkt zum wahren Goldkessel für Apple entwickelt. Dank dem iPod wurde Apple immer bekannter, was natürlich auch dem Gewinn zugute kam. Ursprünglich war der iPod aus der Idee heraus geboren, dass Apple einen Wechsel der Strategie benötigte, um weiter wachsen zu können. So stellte Steve Jobs bereits im Frühsommer 2000 die Frage: Was müssen wir tun, damit mehr Leute einen Mac kaufen? Die Antwort fand er im iPod. Wenn der Mac mit sämtlichen zeitgenössischen Geräten kommuniziert und die Funktion eines Hubs übernehmen könnte, dann würde das seine Attraktivität auf dem Markt sofort massiv steigern. Um schlussendlich die Führungsrolle in der Revolution des Digital Lifestyles einzunehmen, gab Steve Jobs den Startschuss zur Entwicklung von iTunes. Gemeinsam mit anderen Programmen sollten sie ein starkes Softwarefundament für die Hub-Strategie Apples darstellen. John Rubinstein begann bereits Ende 2000, sich ein Entwicklungsteam für den iPod zusammenzustellen. Eines der ersten Mitglieder des iPod-Teams war der Hardware-Ingenieur Tony Fadell. Fadell hatte sich bereits mit der Konzeption eines neuartigen MP3-Players beschäftigt und wollte einen Player bauen, der nicht wie die damals erhältlichen Player mit Flash-Speicher arbeiteten, sondern eine Festplatte besaß. Passend dem Siegeszug des Touch-Displays wandelte sich natürlich auch das Aussehen des iPods. Mit dem iPod Touch 2007 bekam auch der iPod sein Touch-Display. Im gleichen Jahr stellte Apple das iPhone vor. Aber auch in den Jahren zuvor hatte Apple einige weitere iPods zur iPod-Produktfamilie hinzugefügt. So kam 2005 der dünne iPod Shuffle hinzu, welcher sich dann 2010 als kleiner handlicher MP3-Player mit geringer Funktionsbreite etablierte. Aber auch der iPod Nano wandelte sich in den Jahren. 2005 vorgestellt sah der iPod Nano noch dem klassischen iPod sehr ähnlich. 2006 stellte Apple ihn nun in verschiedenen farbigen Versionen vor. Das hat sich inzwischen durch das bereits angesprochene Touch-Display natürlich verändert. Im Jahre 2010 besitzt der iPod Nano zwar immer noch ein Touch-Display, besitzt allerdings eine geringere Größe als sein großer Bruder, der iPod Touch. Nun waren die Blicke natürlich auf das neue iPhone gerichtet, das alle Möglichkeiten, die der iPod bislang als einziges Apple-Produkt geboten hat und darüber hinaus weitere beherrschen konnte. Inzwischen hat das iPhone und andere Smartphones den iPod abgelöst.
Manche nutzen ihn, um gelegentlich Musik zu hören oder genießen gerade den kleinen iPod Nano, der aufgrund seiner geringen Größe ideal zum beispielsweise Joggen geeignet ist. Wie sieht es bei euch aus? Besitzt ihr noch einen iPod, den ihr regelmäßig nutzt? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.